Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich, niemals aufgibt das Werk seiner guten Hände. Der Friede Gottes sei mit euch allen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich heute zu unserem Gottesdienst am 4. Advent. Sie hier in der Kirche und natürlich auch alle, die heute bei YouTube wieder live mit dabei sind. Ja, vielleicht ist es Ihnen sofort aufgefallen, wie schön dieser Kirchraum wieder mit den Klängen der Orgel gefüllt ist. Lange Zeit haben wir jetzt darauf verzichtet, eine Grundrenovierung, Überholung, Überarbeitung. Und sie ist noch nicht ganz fertig, aber schon wieder so, dass ein wunderschöner Klang in dieser Kirche schallt. Und ich glaube, nach dieser langen Zeit der Pause können wir das jetzt so richtig genießen. Aber auch Musik in anderer Weise erklingt noch vom Flügel, aber am Schlagzeug mit dem Peter Weisheit und für uns singt heute die Laura Merx. Auch euch ganz herzlichen Dank. Ja, der 4. Advent, nicht mehr weit ist es bis zum Heiligen Abend. Dementsprechend brennt die 4. Kerze heute und wir können singen. Wir sagen euch an den lieben Advent, heute alle 4 Strophen und es ist die Nummer 17 in ihren Gesangbüchern. Die Nummer 17, alle 4 Strophen. Lasst uns beten mit Worten des 24. Psalms. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre?
Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Amen. Er sei dem Vater und dem Sohn. Gott, Licht und Wärme suchen wir, strahlender und stärker als das unserer Kerzen. Licht, das Verlorenes sucht, und Wärme, die Eingefrorenes auftaut. Uns aber mangelt es daran, wenn unser Herz kalt ist und unsere Gedanken finster sind. Darum kommen wir zu dir, damit du zu uns kommst. Und so rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Gott, in unsere Not hinein sprichst du uns dein Kommen zu. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Lasst uns beten. Guter Gott, heute und an jedem Sonntag im Advent singen wir Lieder, hören Worte der Bibel, gehen ins Gebet, werden still. Ja, und wir wollen begreifen, dass du in unsere Welt und in unser Leben kommen willst. Noch fragen wir nach der Richtung, noch zögern wir und warten wir. Aber bald nähern wir uns und sind schon fast da. Komm du, Gott, uns entgegen. Amen. Wir hören die Schriftlesung. Ich bitte Sie, sich zu erheben. Wir lesen aus Lukas 1, Vers 26 bis 38. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef, vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßet, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron deines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch der Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Halleluja, mein Herz dichtet ein feines Lied, einen König will ich es singen. Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Lasst uns gemeinsam unseren Glauben
miteinander bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir wollen noch einmal gemeinsam singen. Das Lied Nummer 9. Nun jauchzet all ihr Frommen. Nummer 9, die Strophen 1 bis 3 und 6. Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, für alles und jeden finden sich heute Ratgeber im Internet. YouTube bietet so ziemlich für alle Lebenslagen ein Tutorial. Mit Kochrezepten und Heimwerkertipps leben wir ja schon relativ lange in anderen Formen. Aber heute ist es auch kein Problem mehr, mit dem richtigen Film im Internet eine Waschmaschine oder einen Kaffeevollautomaten selbst zu reparieren. Das Spektrum der Ratgeber breitet sich immer weiter aus. Kein Bereich meines Lebens bleibt auf der anderen Seite dadurch auch nicht mehr sicher von gut gemeinten Tipps von vermeintlichen Spezialisten. Wie ich glücklich werde und zu meinem inneren Gleichgewicht finde, wie ich Ordnung halte, nicht nur im Haushalt, sondern eben auch in meinem Leben. Wie ich mich selbst verwirkliche, wie ich meine Lebensziele finde. Für alle Lebensbereiche, ja sogar das Persönlichste, geht es nicht mehr, ohne dass ich mich an den Erwartungen der Profis messe. Immer erfolgreicher lerne ich, mich zu entspannen, immer gewinnender vor anderen aufzutreten und Kontakte ganz spielend leicht zu knüpfen, wenn ich mich nur an die richtigen Ratschläge halte. Ja, für alles finden sich Experten und Regeln, und immer schwieriger wird es, sich diesen vermeintlichen Angeboten zu entziehen. Denn wer sich gegen Ratgeber stellt, muss ja immerhin selbst die Folgen dann ausbaden. Wenn alle Freundinnen die neuesten Beauty-Tipps nutzen, sehe ich mit meinen Fältchen schnell alt aus. Naja, bei mir sind es nicht die Freundinnen, aber Falten habe ich auch. Wenn alle mit dem neuesten Chick zum Bewerbungsgespräch erscheinen, ja, kann ich es mir da noch leisten, mich so zu kleiden, wie ich es will und vielleicht sogar bei der Schuhmode noch abzuweichen von dem Normalen. Natürlich darf ich machen, was ich will, aber woher nehme ich die Kraft, das Rückgrat? Weiß ich vor lauter Ratgebern überhaupt noch, was ich persönlich eigentlich will? Woher kann ich die Sicherheit nehmen, mich gegen all die klugen Ratschläge zu stellen? Ratgeber könnten alles auf der Welt optimieren, ja sogar auch unsere Kirche. Da werden Leitbildprozesse angestrengt und die Nachfrage wird analysiert. Man will den Menschen gerecht werden und auf das eingehen, was sie wirklich von der Kirche erwarten. Denn wenn die Leute nicht bekommen, was sie wollen, ja dann kehren sie doch der Kirche den Rücken zu, oder nicht? Sie wechseln zur Konkurrenz oder machen ganz andere Dinge. Immer und überall will man prompt bedient sein. Der Kunde ist König, doch auch bei uns, oder? Können wir als Kirche da noch dem folgen, was wir für wichtig halten? Oder müssen wir die Menschen mit dem bedienen, was sie wollen oder sich zumindest einbilden zu wollen? Ja, so wie wir es aus der Politik kennen. Meinungsumfrage statt Meinungsbildung. Populistische Demoskopie statt Politik. Wie soll ein Politiker sich davon auch freimachen, wenn die Zeitung andern Tags berichtet, beim Folgeredner hätte der Applaus aber 15 Sekunden länger angehalten. Ja, ein anderer hätte sogar Standing Ovations erhalten. Wie soll man damit umgehen, wenn die Frage nach der Wahrheit abgelöst wird durch die Lautstärke des Beifalls? Das ist kein Witz. Auf Parteitagen stehen Dezibel-Messgeräte, damit man weiß, wer kommt wie gut an mit dem, was er sagt. Mitten da hinein spricht Paulus unseren heutigen Predigttext. Wir hören aus seinem ersten Brief an die Korinther. Sie sucht nach Orientierung im Streit der Positionen und Personen.
Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist ein geringes, dass ich von euch als Gemeinde gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist's aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Ja, mir ist es ein geringes, dass ich von euch gerichtet werde, so sagt Paulus hier. Was für eine Anmaßung! Mir ist es völlig egal, wie ihr mich beurteilt und was ihr von mir haltet. Ich lasse mich davon überhaupt nicht beeindrucken. Diese Unabhängigkeit bewahrt Paulus sich nicht nur irgendwie hinten herum, innerlich, dass er es denken würde, sondern er wagt es auch laut und deutlich den Korinthern, dies geradewegs ins Gesicht zu sagen. Was ihr von mir haltet, ob ich euren Maßstäben genüge, das hat für mich überhaupt keine Bedeutung. Nun, ist das Arroganz, überhebliche Unfähigkeit, Kritik anzunehmen? Das würde eigentlich nicht zu Paulus passen, der sonst höchst selbstkritisch ist und ein offenes Ohr für seine Gemeinden zeigt. Er ist nicht überheblich, aber er hat einen viel, viel weiteren Horizont im Blick. Er schaut auf das, was bevorsteht, was auf ihn und die Korinther zukommt. Er schaut auf den, der auf die Gemeinde zukommt, auf den, dessen zweites Kommen wir uns auch gerade im Advent wieder vorbereiten. Jesus. Im Blick hat er Gottes Gericht, in dem Gott letztgültig über richtig und falsch entscheidet. Auf dieses Urteil richtet sich Paulus aus. Was die Menschen im Hier und Jetzt sagen und denken, das verblasst vor dem, was Gott dann sagen wird. Das unterscheidet Paulus von populistischen Politikern und stromlinienförmigen Ratgebern, die sagen, was jetzt Beifall und Klicks bringt. Sie halten sich an die Regeln dieser Welt. Paulus hält sich an das, was vor Gott ewigen Bestand haben wird. Demgegenüber wird alle Kritik der Menschen belanglos und vollkommen nebensächlich. Das Urteil Gottes, befreit von allen anderen Urteilen, mag es auch noch eine Weile dauern, bis es kommt. Aber es kann in dieser Hinsicht schon jetzt seine Wirksamkeit entfalten, wenn wir es jetzt schon ernst nehmen. Adventszeit ist die Zeit, in der wir uns ausrichten auf Gottes Wiederkommen. Wir üben uns ein in die Maßstäbe von Gottes Welt. Wir machen uns frei von menschlichen Urteilen für Gottes letztgültiges Urteil. Dieser Blick holt uns heraus aus der Engstirnigkeit der Gegenwart. Er relativiert sie, weil wir Abstand gewinnen von den vielen Ansprüchen, die uns hier immer wieder auf die Pelle rücken. Solcher Freiraum ist etwas Wunderbares, wenn wir ihn begreifen. Ja, und wer wünscht sich einen solchen Freiraum nicht? Und je mehr wir danach streben, merken wir, wie wir unsere Freiheit immer wieder verspielen. Denn die Meinungen anderer, gerade die doch so gut gemeinten Ratschläge, sind viele Lianen, Schlingpflanzen, die uns umgarnen, die uns mit warmen Worten einwickeln, bevor wir es manchmal überhaupt gemerkt haben. Und viel später wachen wir auf und merken,
was ich für meinen eigenen Willen gehalten habe, das war letztendlich nur wieder mal solch eine Schlingpflanze der süß duftenden Versuchung. Mir ist es ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde, stellt Paulus bestimmt fest, als ob er sich selbst das immer wieder einprägen muss. Und er will es auch uns immer wieder einprägen. Lasst euch nicht einwickeln von menschlichen Normen, lasst euch nicht einwickeln von menschlichen Meinungen. Die Kirchengemeinde muss sich nicht allen Erwartungen beugen, der Angestellte nicht nur den Sachzwängen des Marktes. Und vor allem muss ich mir selbst nicht mehr verkaufen, als ich habe. Die größte Freiheit gewinne ich gegenüber mir selbst. Ich werde von keinem irdischen Gericht gerichtet, auch richte ich mich selbst nicht, so sagt Paulus. Denn wer beurteilt sich nicht selbst? Wie komme ich bei den anderen an? Welchen Eindruck hinterlasse ich? Und wie könnte ich diesen verbessern? Tue ich genug für meine Attraktivität? Ich wäge nicht nur das Urteil anderer über mich ab, mein schärfster Beurteiler und Kritiker bin ich in der Regel selbst. Kann ich vor mir bestehen? Manchmal blase ich mich mächtig auf, ja, und manchmal fühle ich mich kläglich und versagend. Ich schwanke zwischen Überheblichkeit und Selbstzweifel. Ja, das alles wird im Lichte Gottes jetzt vollkommen überflüssig, sagt Paulus. Ich richte mich nicht mehr selbst, weil das vollkommen unwichtig ist im Verhältnis zu Gottes Urteil. Ich bin frei vom Zwang, mich zu kontrollieren und zu beurteilen. Ja, dabei müsste Paulus keine Angst vor seinem Urteil über sich haben. Ich bin mir nichts bewusst, sagt er. Er hat eigentlich ein gutes Gewissen, hat getan, was er tun konnte. Aber darin bin ich nicht frei, darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr aber ist's, der mich richtet, so stellt er fest. Paulus verzichtet eben nicht auf Selbstkritik. Gerade weil diese nicht das letzte Wort über ihn hat, kann er sie sich leisten. Sie wird entlastet, denn sie gilt nur vorläufig. Ja, die letzte Instanz, die wird erst noch kommen. Paulus sucht hier nicht Selbstimmunisierung und Abwehr von Kritik, aber der Rahmen muss klar sein. Gerade wenn wir wissen, dass es nicht um die entscheidende Beurteilung geht, so können wir selbstbewusster unser Tun verteidigen und Dunklem ins Auge schauen. Wir können Lob und auch Kritik annehmen. Alles das ist gut, wenn es keine Macht mehr über uns haben kann. Die hat alleine Gott. Richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, denn der auch ans Licht bringen wird, was im Verborgenen ist und der das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Dann wird einem jeden von uns sein Lob zuteil werden. Ja, Gott bleibt nicht an der Oberfläche, sondern deckt das Verborgene auf mit einem vollkommen überraschenden Ergebnis. Er lobt jeden. Statt herumzumäkeln, entdeckt er Gründe zum Lob eines jeden Menschen. Nicht die Fülle unserer Verdienste, sondern die Fülle seines Gottes Wohlwollens ist das Maß dabei, das er anlegt. Herrichten will uns Gott, nicht hinrichten. Als wollte er versöhnen, so richtet er die Welt, heißt es in einem Weihnachtslied. Was für ein Gericht, das alle unsere Urteile über den Haufen wirft. Hinfällig werden Zweifel und Eitelkeit, alles umgarnen und klein machen. Am Ende aller Urteile steht dieses eine, das Lob für alle und jeden, auch für uns, da ist Paulus sich sicher. Wer das mit Paulus erwartet, ist schon jetzt frei von allen irdischen Urteilen. Er wird zum Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Das Geheimnis Gottes über jeden Menschen,
über mich, über dich, über uns alle. Man sieht es uns noch nicht an, aber dann, wenn Gott kommt, wird es gelüftet. Licht im Gott, wenn wir sind von Gott geliebte Menschen, in seinem Licht stehen wir alle gut da. Nageln wir uns nicht selbst fest und eben auch nicht andere. Und lassen wir uns nicht durch das andere Urteil anderer festnageln. Bleiben wir frei von Gottes Urteil, leben wir schon jetzt als von Gott Gelobte. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Wir wollen gemeinsam singen das Lied Nummer 8. Es kommt ein Schiff geladen. Lied Nummer 8. Wir wollen nun gemeinsam Fürbitte halten. Ich bitte Sie, sich zu erheben. Zwischen den einzelnen Fürbitten wollen wir einstimmen in einen Liedruf. Seht auf und erhebt eure Häupter. Wir werden diesen Liedruf jetzt einmal hören. So lasst uns beten. Gott, du bist auf dem Weg zu uns. Wir wollen dir entgegengehen, aber so vieles verstellt uns den Weg. Ebne uns den Weg, nimm von uns, was unseren Gang schwer macht, wo wir zweifelnd den Mut verlieren oder wo wir selbstgewiss in uns verharren, da rufen wir zu dir. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht, weil sich eure Erlösung naht. Für alle, die nicht mehr mit deinem Kommen rechnen, weil sie durch Unrecht und Misshandlung gebeugt sind, weil Schmerzen und Angst sie zermürben. Für sie alle bitten wir dich, dass du sie aufrichtest, ihre Augen für dein Heil öffnest und dass du ihnen zusprichst. Seht
Wenn wir erschöpft sind und nicht mehr mit Veränderung rechnen, wenn wir Angst vor der Zukunft haben, dann stärke unsere Erwartung deines Kommens. Wenn wir uns abhängig machen vom Urteil anderer und Gefangener unseres Selbstbildes werden, dann gib uns ein gerades Rückgrat und rufe uns zu, dass wir auf dich schauen. Gott, erhebe unsere Häupter und lass uns deine Erlösung erwarten. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Ein letztes Lied wollen wir gemeinsam singen. Die Nummer 538. 538 tragt in die Welt nun ein Licht. An dieser Stelle wie immer noch Einladungen und Informationen. Heute Abend um 18 Uhr findet hier ein Weihnachtskonzert in der Kirche statt mit der kleinen Kantorei. Ceremony of Carols von Benjamin Britten und Mozarts Krönungsmesse. Beides ist miteinander verwoben, die strahlend den Weg zu Weihnachten bereitet. Informationen dazu finden Sie auch im Internet und auf den Infoblättern. Dann möchten wir Sie herzlich einladen zu den Weihnachtsgottesdiensten am Heiligabend. Sie haben es vielleicht schon mitbekommen, hier in der Kirche gilt auch die 2G-Regel. Kinder ab Eintritt ins Schulalter müssen zum Heiligen Abend einen aktuellen Test mitbringen, der halt eben nicht älter sein sollte als 24 Stunden. Und viel entscheidender ist noch, dass Sie sich bitte auf jeden Fall vorher zu den Gottesdiensten am Heiligen Abend anmelden. Am ersten und zweiten Weihnachtstag ist das nicht nötig, aber da es Heiligabend ja in der Regel immer ein bisschen voller wird, bitte Anmeldung per E-Mail ans Gemeindebüro. Informationen, wie Sie das machen, finden Sie auch im Info. Und ja, der Gottesdienst im CVM, der ist schon ausgebucht, aber hier in der Kirche gibt es, glaube ich, noch ein paar Plätze, von daher. So, wichtig ist, die Anmeldung muss bis zum 21. Dezember vorliegen
Und dann kriegen Sie auf jeden Fall, wenn Sie noch einen Platz kriegen von uns, eine Bestätigung. Und ja, dann stehen Sie hier sozusagen auf der Liste, dass wir Sie unter 2G-Bedingungen am Heiligen Abend einlassen können. Jetzt noch ein Hinweis auf die Kollekten im heutigen Gottesdienst. Die Kollekte ist wie immer am Ausgang, und aber dann wird sie in der Mitte geteilt für die Diakoniekollekte, die in den Adventsgottesdiensten in der Adventszeit immer für Brot für die Welt ist. Und der zweite Bestimmungszweck, das ist heute die griechisch-evangelische Kirche, so wie die ökumenische Werkstatt Naomi. Ja, die griechische Kirche hat gerade eine große Aufgabe, indem sie sich um gestrandete Flüchtlinge kümmert. Da geht es wirklich erstmal um Basisversorgung mit Kleidung und Nahrung, aber eben auch Rechtsberatung und Weiterhilfestellung wird den Menschen durch die Kirche geboten. Ja, und deshalb sei Ihnen diese Kollekte heute sehr ans Herz gelegt. Und auch alle die, die wieder online dabei sind, können natürlich ihre Spende direkt digital online auf den Weg bringen, um dort den Menschen zu helfen. Und jetzt noch eine letzte Einladung. Sie haben es vielleicht schon mitgekriegt. Jeden Abend im Advent öffnet sich auf unserem YouTube-Kanal ein weiteres Adventstürchen. Viele spannende Geschichten sind dieses Mal dabei. Viele bekannte Gesichter aus Hahn, einige befreundete Künstler aus ganz Deutschland. Ja, und auch die nächsten Tage haben noch die eine oder andere Überraschung zu bieten. Wer zum Beispiel schon neugierig darauf wartet, mal einen Blick in unser neues, gerade entstehendes Gemeindehaus zu werfen, was irgendwann auch Anfang des Jahres dann hoffentlich bald fertig sein wird, der kann einfach mal ins Adventstürchen hineinschauen. Da gibt es noch ein paar Einblicke in unser neues Haus. Jeden Abend um 19 Uhr öffnet sich das Türchen, aber wenn Sie ein bisschen Zeit und Lust haben, Sie können sich auch durch die anderen Türchen, die schon offen sind, der letzten 20 Tage mal durchklicken. Da ist wirklich viel Sehenswertes und Nachdenkenswertes dabei. So, lasst uns nun gehen in diesen vierten Advent mit dem Segen Gottes. Gott der Herr segne und behüte euch. Gott der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und begegne euch freundlich und gnädig. Gott der Herr erhebe sein Angesicht über euch und schenke euch seinen Frieden. Ihnen allen einen guten und gesegneten vierten Advent.